Gott, wie kriegen wir dich raus hier? Anscheinend müssen wir ihn rauslassen. Ich hab keine Lust. Ach, aber nee, ich bin schon wieder. Oh. Tatsächlich müssen wir ihn nicht rauslassen, sondern er wird einfach nach unten gespült. In den Abfluss. Okay, oder? Wolverine? Ah, er hängt sich so an dieses... an diese Kette. Ah, nein, du sollst da nicht wieder rauf. Du sollst... Was machst du da? Da sollst du rauf können. Aber jetzt brauche ich ja wieder... Iron Man. Wo habe ich denn den Weg gebaut? Ach so, jetzt brauche ich Wolverine. Wo ist er denn jetzt? Da. Wieso springen die mal automatisch runter? Vielleicht brauche ich euch noch. Genau. Bam, einen geknipst. Auch wieder so geil. Na, da. Dieser Feigling. Okay, seine Freunde kommen auch noch raus. Dick und doof. Was spielt sie hier ran rum? Na, sie nicht zu suchen. Genau wie du. Baska-Typ. Ja, wo kommen die jetzt her? Gut, aufgeräumt. Na bitte. Diese Maschine könnte Sabertooth für uns finden. Sabertooth. Ah ja, stimmt. Der Typ. Okay, hier haben wir einen Typen, der keine Ahnung, was er macht. Kannst du ihn beschreiben? Deadpool! Na, was geht? Und dann haben wir hier unten. Stan Lee! Hi! Oh, Dicker! Hallo! Kann ich nicht ganz gut chillen? So. Jetzt. Moment mal! Raus hier! Sicher hat er genau dann geguckt, wo wir geguckt haben. Jarvis, kannst du die Aufzugsteuerung hacken? Wir müssen sofort dahin. Ja, Sir. Verbindung zur Aufzugsteuerung wird hergestellt. Jarvis ist so ein Feiner, ja. ChatGPT kann auch bei Jarvis sein. Du hast es gerade rechtzeitig für die große Flucht geschafft. Überall Superschurken. Superschurken? Macht Bekanntschaft mit meinem Superanzug. Ja, der Anzug. Braucht noch ein paar Änderungen hier und da. Meine ich das nur oder zieht es hier plötzlich ein wenig? Na komm schon, mein Junge. Ja, Tony wurde jetzt freigestellt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der wird zwar ein bisschen zweideutiger, als man denkt. Okay, gibt mir richtig viele Stats hier. Oh ja, hier kann man Stats farmen. Wenn man richtig viele Gegner bekommt, dann kann man sehr viele Stats farmen. Warum ist Wolverine ein Skelett? Stimmt, der ist unsterblich. Ja, ganz schön vergessen. Ja, wo schlägst du denn hin? Jetzt ist die Street kaputt. Och, halt. Och, Magneto, was soll denn das? Wir
Ihr müsst wohl etwas Schweres auf Sabertooth werfen, um ihn auszuschalten. Sieh es. Warte kurz. Ah, eine Wanne. Geh baden! Blaue Münze, kann man mitnehmen. Zack, zack, alle weg. Oh, Hulk. Hulk spielt mit den Gegnern Fußball. Oh, immer schön eine Klatsche geben. Nochmal reintreten in die Nüsse. Wir haben ja True Believer geschafft. So, diesmal bauen wir ein Sofa. Nicht schlecht. Und jetzt guck Netflix, keine Ahnung. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Zu Sofa. Oh nein, ich krieg die Münze nicht mehr. Egal. Wir brauchen nur noch einen Hit, dann haben wir es. Dann haben wir es geschafft. Schön nochmal raufhämmern, jawohl. So, wir müssen jetzt zwei Sachen bauen. Störung, aber es ist Zeit für uns zu gehen. Nope, das lasse ich nicht zu. So, jetzt haben wir die Wanne und das Sofa bauen. Ja, das hätte ich mir jetzt denken können. Digga, warum macht er wieder kaputt? Hallo Hulk? Was soll denn das? Okay, zum Glück respawnt das. Hallo? Ich möchte das aufsammeln. Dankeschön. Los, du grüner Gorilla! Ah, Mystique! Nichts kann uns jetzt aufhalten. Ah, ich kann nicht sehen. Ey, Licht. Schadet nicht dein Körper. Licht. Gibt dir sogar Stärke. Okay, das klingt irgendwie falsch, aber nein, Licht ist gut für dich. Also, auf da wegzugucken. Kann ich ihn wegboxen? Der verteilt auch immer seinen Mundgeruch. Ich glaube, ich muss wirklich die ganze Zeit Licht auf ihn strahlen. Deswegen wollte ich jetzt kurz Wolverine. Wie der Typ da auch oben mit seinem Blackhawk rumfliegt. Okay, einmal hier buddeln. Und wir bauen hier einmal eine Treppe. Hallo, kletter doch bitte rauf. Und dann hier auf die Rohre. Ah. Kann der mal weggehen mit seinem Blackhawk? Dankeschön. Oh, grelles Licht. Ist gut. Okay, das sind die gleichen Moves wie in dem Bankenviertel. Ich habe einfach seinen Kopf eingedrückt.
sind ja robuste Scheinwerfer. Der hat irgendwie so 25 Kugeln gebraucht, um das endlich mal kaputt zu machen. Nein, ich habe nicht gezogen. Gut, hier, diesmal kann ich hier hoch. Weiß ich, wo man rauf kann. Okay, dann kommt der Hulk. Ich muss aber was aus dem Boden reißen. Da siehst du. So einfach geht's. Ah, und die Reifen? Ja klar. Reifen sind natürlich so gummireif, dass man auf den drauf springen kann. So, ein weiterer Scheinwerfer und hier frisst das. Schön viel Licht. Er ist so ein richtiger Dunkelmensch. Er ist so ein Gamer. Er hat die Gamerkrankheit. Er darf nicht so viel Licht ertragen. Und abfahren mit dir. Tschüss. Aber noch ein Herz. Jetzt kommt wieder der robuste Scheinwerfer. Diesmal hat er weniger ausgehalten. Okay, diesmal können wir da rein. Scheiß mal auf die Gegner hier. Ey! Hallo, mich darauf. Nein, ich möchte andere Seite. Jawohl. Die Mucke macht gerade schon so Bock. Oh, ich habe gerade so eine Drohne hier freigeschaltet. Und den nächsten und den letzten Scheinwerfer. Hier, bitteschön. Schönes Licht. Und beende es halt. Diesmal töten wir ihn endgültig. Komm, mach mal Arm drücken. Hulk böse! Was für ein Chaos. Wer ist noch entwischt? Ich nehme noch andere Superschurkenfährten auf. Mandarin, Red Skull und Loki. Wo ist Thor? In Asgard. Er muss das wissen. Wieso war Lokis Zelle einfach so offen? Ach ja, stimmt, alle waren unterwegs. Oh, Tony Stark's Unterwäsche. Wolverine, jawohl, haben wir ihn auch. Abomination, ja, der juckt eh kein. Sabertooth. 100% True Believer, nice. Ich würde es ja auch in jedem Level schaffen. Kein Minikit, schade. Aber dafür 10 goldene Steine und weiter geht's. Du lieber Onkel Sam, wir müssen Amerika vor Red Skull retten. Halt sich Schädlein! Halt's Hose kaputt!
Genau deswegen ist meine rot-weiß-blaue Uniform maßgeschneidert und doch flexibel. Amerikanischer Erfindergeist. Ich muss Spuren aufnehmen. Ich melde mich. Oder auch nicht. Tony, los, zurück zum Stark Tower. Du brauchst etwas weniger, auffälliges. Oh, ich habe ein tolles neues Outfit. Habe ich mir neulich zusammengestellt. Wir brauchen Iron Man, wenn wir die kosmischen Steine wollen. Los, rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug. Alright, also, Tony, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Da ist ja nicht nur deine Hose gerissen, sondern noch vieles mehr. Aber okay. Ich sag dazu jetzt nicht mehr vieles. Was ist jetzt so passiert? Iron Man setzt trotzdem sein... Tony Stark setzt trotzdem seinen Helm auf. Kann ja gern machen, aber ich würde es ohne Helm machen. Komm, wir kaufen uns selber Tun. Wir haben hier ein Boot. Ein Rennboot. Ein Rennboot. Okay, wen nehmen wir denn? Ja, wieder Venom. Venom gefällt mir gerade hier am meisten. Bisschen wieder die Stadt am Cruisen. Wir müssen die auch 100% hier machen. Das ist ja das Ding. Wir haben bisher... Sehe ich hier irgendwie die Prozentanzahl, wie viel wir schon haben? Na, leider nicht. Doch, 4,9%. Das ist wirklich nichts. 4%. Das ist nichts. Okay, hier oben soll anscheinend das sein. Ach, guck mal. Die Box, aber die kriege ich nicht auf. Ach, du brauchst American Shield. Ah, da oben. Siehst du mal? Na, siehst du mal? Das ist ja nicht schlecht. An der Wand. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Ja, sein Schild. Und damit öffnet sich auch da die Box. Okay, gucken wir mal kurz rein. Was bekommen wir denn dafür? Na, schneller, wenn ich... Schild-Panzerfahrzeug. Ich das hier kaufen? Sieht voll geil aus. Sieht wie so ein Panzer aus. Einfach Panzer. Boah, ich hab mich grad voll verschluckt. Mann, ich vermisse das Fliegen. Dieses ständige Rumlaufen macht mich müde. Wie können Leute nur so leben? Bruder, keine Ahnung. Ich würde auch gerne fliegen. Ich würde fliegen wie bei Marvel. Ey, wir fahren einfach Polizeiwagen. Das ist auch so. Polizeiklang? Ja! Sirene! Okay, reicht auch wieder. Nein, es ist eine Polizeiwagen. Und ich habe einfach... Hallo? Ja, geil! Ich habe die Karre geschrottet. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, nice! Ich bin ein guter Fahrer, oder? Also... Wirklich, in jedem Spiel bin ich scheiße im Fahren. Alter. Deswegen werde ich auch niemals Forza spielen. Das wollt ihr nämlich nicht sehen. Okay, probieren wir es nochmal. Transporter. Einmal nur ein Transporter. Leute, ist das eine Limousine? Jo, geil, eine Limousine. Wer kennt sie nicht? Die Limousine? Nein, die Limousine natürlich. Das ist die Limousine, wo ich rumcruise. Wieso driften denn alle Autos eigentlich so hart? Super. Ist ja komisch. Okay. Machen wir ein weiteres Wettrennen. Oh Gott. Ah, fahr doch. Das ist die Musik jetzt weg. Voll traurig. Oh. Jetzt haben wir eine Sommerlimousine. Ach, 15 Minuten, da ist ja genug Zeit. 15 Minuten. Das sind 15 Sekunden, Mann. Was ist denn los hier? Das Finale hat mich viel zu viel aufgeregt. Och, Digga. Schwarzfahrer. Eindeutiger Schwarzfahrer.
aus dem Weg. Ob hier lang muss ich? Oh meine Güte. Und da haben wir es geschafft. 11 von 250. Was ist das hier in diesem... Ist das ein Flugzeug? Nein, das ist kein... Ah! Red Hulk! Es ist kein Flugzeug, es ist Red Hulk. Okay, ich glaube, ich brauche dafür auch Hulk. Oder wir können einfach uns verwandeln mit Venom zu Super Hulk Venom. Komm, verprügeln! Schön ausgewichen. Jawohl. Wie viel hält er denn noch aus? Ah, jetzt hier. Box, 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 box. Komm! Schlag ihn in die Fresse! Bam! Alter, voll gegen das Auto gekickt. Jawohl, ohne in Einzelteile. Lass wir mal aus dem Weg hier. Oh, Alter, wie ich ihn so wegschieben kann. Bam! Guck mal. Ich laufe nur, also ich sprinte und die Autos gehen kaputt. Wie geil! Wie nice! Sowas ist ja geil. Bam! Aus dem Weg mit euch! Okay, Leute, aber hier werde ich mal die Folge beenden. Venom in seiner Hulk-Form muss hier kurz alles wegmachen. Aus dem Weg! Seine Schrottkarre. Sein Twingo. Boah, sein Taxi ist so hässlich. Ja, ich hoffe, ihr habt gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.